Leute, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Tech It Light. Das, was ihr jetzt hier gar nicht mitbekommt, aber was bei uns der Fall ist, ist, dass die letzte Aufnahme doch schon ein wenig her ist. Das heißt, wir müssen uns erst einmal wieder ein bisschen orientieren, was wir das letzte Mal machen wollten. Energieversorgung scheint gut zu sein. Das ganze Zeug ist einmal durchgelaufen, also Materialien sieht auch ziemlich gut aus eigentlich, muss ich sagen. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Und dann, genau, wir wollen jetzt da an die Energieversorgung gehen und dafür wollen wir Endertanks bauen. Dafür brauchen wir Blaze Rods. Da geht Futo jetzt mal eben in die Höhle. Höhle. Und sucht Hölle, uns nicht da. Höhle. Nein, er geht in die Höhle und von dort aus in die Hölle und bringt uns Blaserods. Gut, und Markus, keine Ahnung, der schimmelt der irgendwo rum, macht der baut ein Haus und ich baue mal die zwei Cauldron. Schon mal. Juhu, ich bin drüben. Jetzt muss ich erstmal eine scheiß Ding suchen. Festung. Das stimmt. Ich baue zwei Kohle. So gut. Das habe ich. Dann die Blaze Rods holt Futur. Obsidian, das muss ich dann wohl. Futur, hast du eine Dia-Spitzhacke? Ja, die habe ich. Ja, die ist hier in der Kiste, okay. Ja. Muss da. Nimm aber einmal Wasser mit, unten ist glaube ich irgendwo Lava. Ja, hier, wir haben hier zwei Lava-Eimer. Also ich sollte mal die Koordinaten aufschreiben, wo ich zurückkomme. Kannst ja. Wegpunkte machen, oder? Ging das nicht irgendwie? Ja, ach, so. Ja, Waypoints. Geht doch. Waypoints und dann auf M und dann... Add und dann kannst du... Was? Add? Oh. Waypoint! Add. Name. Home. Okay. Ja, den habe ich jetzt hier mal direkt vorne zur Tür geklatscht, mein Homeweg. Ne, ich habe ihn da unten in die Hölle geklatscht bei mir. Die Hölle. Die ich Hölle. Kann eigentlich auch in der Hölle... Ah, ne, in der Hölle kann ich ja kein Wasser setzen. Nein, das geht nicht. Ja, habe ich doch auch gesagt. Hör zu, Mann. Nö. Edmund. Das ist sogar noch unser Ding da, das wo ich mal abgefarmt habe. Glowstone habe ich jetzt noch eins bekommen. Okay, ich brauche Wasser. Haben wir nicht irgendwo eine unendliche Quelle gehabt? Ja, rechts, wenn du aus dem Haus rauskommst. Geradeaus, aber ja. Rechts vom Haus oder links vom Haus, kommt nicht mehr drauf an, wo du stehst. Wir hatten unsere Farm, das ist eine unendliche Quelle, die ist geradeaus. Ja, da ist die Farm, ja, da ist auch. Ja, ein... stimmt, und da ist ja auch noch die unendliche Quelle. Die hast ja du gesetzt. Stimmt, ja, die habe ich echt gebaut. Wie komme ich jetzt am geschicktesten runter? Über die Höhle, oder? Ja. Also das, was ich hier mache, ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ja, weil ich keine Spitzhacke dabei habe und ich fliege mit meinem Jetpack. Dann solltest du mal hin und wieder auf deine Energie schauen. Ja, eben, ich muss ja wieder zurückkommen, das ist mein Problem. Das ist sehr interessant. Ich fände es ziemlich witzig, wenn du nicht mehr zurückkommst. Aber der Server laggiert. Ich habe einen Gast gefunden. Boah, fuck mich das gerade ab mit dem Wasser, ich muss das Wasser entfernen. Also ich glaube, einer muss euch von euch muss nachher mir entgegenkommen, mir eine Spitzhacke mitbringen. Kommst du aber nicht mehr zurück? Ich vermute es nicht. Ja. Du bist so los. Ohne Mies, Futur. Ohne Mies. Hallo, geht ciao. Geht in die Höhle und dann verkackt das eiskalt. Scheiße. Da ist auch nix. Vor allem, von der Höhle aus kommst du einfach gar nicht schnell nach unten. Ich muss ihn jetzt nach unten bauen. Nein, du kommst da runter, da an dem Marvel vorbei und dann kommst du runter. Ja, ich finde auch kein Marvel hier, um ehrlich zu sein. Also ich bin jetzt in die Höhle rein, wo ich dachte, dass da das Portal drin ist. Aber ich finde... Ja, da ist was, ich habe was gefunden. Aber ich habe keine Spitzhacke. Ganz viele Emeralds und so. Ich grabe mich jetzt einfach hier senkrecht runter. Ich habe einen Pfeiler gefunden. Oh nein, Silberfisch. Hä, er ist weg. Okay, nicht mein Problem. Ich hab mich schon gewundert. Ah, ich bin in einer Mine gelandet. Ja, da unten drunter ist genau eine Mine. Hab ich doch letztes Mal schon gesagt. Ja, das letzte Mal ist länger her. Ja. Hier ist noch Tin. Und Lead. Gibt's doch nicht. Und Gold. Gibt's schon, bei Roller. Also man merkt, dass Futur da im Nether rumrennt.
Ja, ich muss ja die ganze Welt da unten laden frisch. Ja. An die Server FPS merkt man es wirklich. Aber denkst du, ich finde eine scheiß Höhle? Festung? Nö. Hast du ja auch nicht verdient, meiner Meinung nach. So, wo geht's jetzt hin? Wo war denn mein Loch, wo ich runterkam? Hier. Das heißt, hier droppe ich jetzt weiter nach unten. Shit. Go, go for Lava. Go, go, go. Ich hab einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht, dann mach ihn wieder richtig. Juhu, da ist was. Oh, ich bin in Lava gedroppt. Ja, ich habe eine. Ich habe auch gerade was ziemlich Geiles gemacht. Glaube ich nicht. Ich bin in Lava gehüpft. Ich habe eine Höhle, ich habe eine Festung gefunden. Und ein Dingspawner. Direkt neben dem Gast, ja super. Gast ist doch Freund und Helfer. So. Erstmal ein Ding setzen. Oh! Es ist hier dunkel. Zwei Gaste, klasse. Gaste. Würde ich mal. Hä, warum ist unter uns, unter dieser Sandding Lava? Ja, wollte ich sagen, das ist auch noch eine Lava. Weil ich das dahin hab. Ah. Wie viele Blazewats brauchen wir? Oh. Die sind schon angepisst. 8 Stück. 8? Laber mich nicht voll. Ja, nur für die 2 Tanks brauchen wir schon 8 Stück. Wir würden später noch mehr brauchen. Keine Sorge. Ja, dann waren nämlich Feuer Resistance Tränke mit. Weißt du, was der Witz dabei ist? Ich habe gerade einen Opsi abgebaut und es ist einfach in die Lava getroffen. Oh, die beschießen mich natürlich alle. Wollt ihr mich verarschen? Und dann ist noch wieder ein Geist. Ein Geist? Geist. Böser Geist. Perfekt, die Lavaquelle da lasse ich da. Ah, das ist vielleicht nicht so geschickt. Das Wasser muss da jetzt drüber fließen. Dann kann ich das hier abbauen und darunter kann es nicht in Lava hoppen. So, bau, 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 bau. Zack. Dann haben wir einen Opsi. Das nächste Opsi. Natürlich lässt er nichts unten. Natürlich lässt er nichts droppen. Ja, hallo. Wie lange brauche ich denn, um so einen scheiß Opsi abzubauen? Ich brenne! Das ist bitter. Jetzt habe ich schon 2 Opsi. Brauchen wir Netherwarzen? Ja, mitnehmen. Wenn ich was habe, bringe ich mit. Oh, ich habe ein schwarzes Skelett. Wir könnten uns einen Wilder blenden. Ja, mach mal. Am besten in unserem Haus. Ja, stirb, du scheiß Skelett, und gib mir Bogen und Pfeile. Ah, er hat nur Pfeile, super. Wie viel Opsi habe ich gesagt, brauche ich? 4. Mehr, wir brauchen noch einen Verzauberungstisch. Dann brauche ich ja nochmal 4, dann brauche ich ja 8 Opsi. Bring mehr mit, was du bringen kannst. Ja, das können wir später immer noch mit einer Turtle machen. Weil die schlägt die in einer Sekunde weg. Weißt du, wie lange ich für Opsi brauche? Ja, nimm mit, was du brauchst. Da sind wieder welche. Das Wasser hat hier sehr eigenartige Fließeigenschaften, muss ich schon mal sagen. Neben mir und es fließt einmal außen rum, um dann wieder bei mir zu landen. Ja. Jo. So viel dazu. Das war unser Ziel. Nein. Nein. Ich möchte erklären, was gerade passiert ist. Ich habe den Block abgebaut, Wasser ist drauf geflossen, es hat die Lava nicht interessiert. Dann bin ich reingefallen und auf einmal war ich im schwarzen Nichts. Gut, dann ist es doof. Also ich bin nicht in Lava verbrannt. Das ist nämlich der Gag dabei, ich war in keiner Lava, ich war im Nichts. Schlagartig. Dann gibst du dir das Ding zurück, was du verloren hast, vor allem die Diamantspitzhacke. Ich habe irgendwie fast alles verloren, ich guck mal, ob da unten jetzt noch irgendwas ist. Wenn ich den Fall irgendwie. Juhu, überlebe. Einen habe ich.
Eine Blaze Rod. Was war denn das jetzt für ein scheiß Bug? Ich hasse Bugs. Was war das jetzt? Ich brenne einfach so. Das ist auch gut. Ah, da ist noch einer. Mein Jetpack fliegt hier unten sogar noch. Doch gut. Man hört meinen Jetpack noch fliegen. Läuft. Scheiß Zombie-Pigment direkt vor mir. Ich kann nicht die Dinge angreifen. Okay, Leute, das war jetzt schon sehr eigenartig. Ich würde jetzt mal sagen, ich gebe mir mal das wichtigste Zeug dann bis zur nächsten Folge wieder, weil an der Stelle war es das dann auch schon mit der heutigen Folge. Wir sehen uns das nächste Mal und ich hoffe mal, dass sowas hier, ich höre immer noch mein Jetpack, nicht mehr passiert. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Und an der Stelle würde ich sagen, Servus und Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.